Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo zusammen. Heute geht es um Role Selection. Role Selection ist ein Element aus dem Baukasten von Soziokratie 3.0, den ihr verwenden könnt, um in selbstorganisierten Gruppen denjenigen zu finden, der das Talent für eine bestimmte Rolle hat. Wer sich mehr für Soziokratie 3.0 interessiert, ich packe euch den Link in die Shownotes. Also einfach gesagt, wer macht es? Ihr startet damit, indem ihr die Rolle, um die es geht, beschreibt. Welche Qualifikation ist dafür nötig? Welche Einschränkungen gibt es? Mögliche Anforderungen? Dann klärt ihr im Team Verständnisfragen zu der Rolle. Also, was soll sie tun? Was darf sie nicht tun oder soll sie nicht tun? Als nächsten Schritt geht ihr in die Nominierung. Ihr schreibt verdeckt auf einen Zettel denjenigen auf, wo ihr denkt, der geeignet für diese Rolle ist. Dann deckt ihr zusammen auf und jeder erklärt, warum er denkt, dass diese Person dafür geeignet ist. Im nächsten Schritt geht ihr darauf ein, was man dazu jetzt noch wissen müsste. Also ihr sammelt Informationen. Zum Beispiel ist die Person in dem betreffenden Zeitraum im Urlaub, dann würde sie wahrscheinlich rausfallen. Oder was sonst noch wichtig ist dafür. Als nächstes geht ihr in die sogenannte Renominierung. Das heißt, nachdem ihr jetzt diese Informationen habt, ändert sich womöglicherweise eure Nominierung. Oder auch nicht. Danach deckt ihr sie wieder auf, die Zettel, und schaut, welche Personen und Kandidaten noch übrig bleiben. Mit den Kandidaten, die jetzt übrig bleiben, können noch Einwände besprochen werden. Also gibt es begründete Einwände, warum jetzt der ein oder andere Kandidat das nicht machen sollte, diese Rolle. Und danach bleiben ein, zwei übrig und die könnten sich dann zum Beispiel untereinander einigen, wer dann diese Rolle nimmt und übernimmt. Das war's schon. Danach könnt ihr feiern, denn ihr habt jetzt auf eine sehr effektive Art eine Rolle in einem selbstorganisierten Team besetzt. Was sind die Fallstricke? Die Gruppe kennt sich untereinander nicht. In diesem Fall könnt ihr das nicht tun, was Role Selection macht, nämlich das Wissen der Gruppe anzapfen, wer denn jetzt für was geeignet ist. Das heißt, die müssen sich vorher noch ein bisschen kennenlernen, damit das funktionieren kann. Ein weiterer Fallstrick ist, dass ihr in der Nominierungsphase, naja, sagen wir, in eine Art Wahlkampf abgleitet. So, dass einzelne Personen irgendwie besonders hervortun, warum sie besonders geeignet sind für diese Rolle. Das kann zum Beispiel immer dann der Fall sein, wenn die Rolle mit einer Belohnung belegt ist, also zum Beispiel einen höheren Gehalt oder eine besondere Anerkennung. In diesem Fall ist das nicht geeignet, die Methode. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Role Selection macht in selbstorganisierten Gruppen sozial legitimierte Führung sichtbar. Und es ermöglicht euch, die talentierteste Person für eine bestimmte Rolle zu finden. Das war's. Schöne Grüße, euer Martin. Bis dann.